Hallo da draußen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin Kirsten, 50% der Mantiker. Und ich habe die große Freude, heute wieder mal mit meinem Mann zu reden. Roy, die anderen 50% der Mantiker. Hallo, lieber Roy. Ah, hallo Kirsten. Ja, schön, dass wir heute wieder live sind. Schön, dass wir es geschafft haben, allen Interessierten da draußen wieder ein tolles Video produzieren zu dürfen. Und auch wenn heute die Technik auf Anhieb nicht geklappt hat, trotz allem, wir sind hier. Ich freue mich ganz toll auf den heutigen Tag. Kirsten, worum geht es denn überhaupt heute? Was ist ja, wir machen heute ein kleineres Video, weil wir gerade ziemlich viel Arbeit auf dem Tisch haben, Sommersonnenwende naht. Und wir wollten einfach mal über den Unterschied zwischen Tarot und Orakelkarten sprechen und dabei vielleicht auch noch ein paar der Decks zeigen, die wir besonders gerne mögen. Ui, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Tarot und Orakelkarten? Für mich ist es schon mal großteils haben Orakelkarten für mich den riesigen Vorteil, dass sie ein handliches Format haben, also mit anderen Worten, dass ich sie fast immer in der Hosen- oder Jackentasche mitnehmen kann. Das machen mir diese Karten schon sehr sympathisch. Und was mir die Karten noch sympathisch macht, ich kann mit meinen Orakelkarten viel besser Zeit interessante Aussagen für den Klienten geben. Okay, ja, das stimmt. Also Tarotkarten sind ja alleine schon von ihrer Struktur her dicker, meistens auch größer gestaltet als Orakelkarten. Tarotkarten haben normalerweise 78 Karten und Orakelkarten normalerweise 36, aber es gibt auch Ausnahmen, oder? Ja, es gibt ein paar Decks, die haben weniger, die haben nur 22 spannenderweise. Und dann gibt es solche, die haben 56. Und ich denke, das hat auch immer mit dem Drucker zu tun. Wie viele Karten will er auf seinen Druckbogen bringen? Was empfiehlt er seinen Auftraggebern? Von daher denke ich, sind das immer so Mitentscheidungen aus der Technik. Du hast ja schon gesagt, dass du bei Zeitangaben dich gerne auf die Orakelkarten verlässt und nicht so sehr auf die Tarotkarten. Ja, das liegt vielleicht daran, dass die Orakelkarten tatsächlich fürs Orakeln erfunden wurden, oder? Ja, man erzählt es sich und man muss ganz ehrlich sein, es gibt ganz wenig Literatur, zeitgenössische Literatur darüber, die einem auch wirklich erzählt, dass es diese Orakelkarten als solches gab. Es kann auch meiner Meinung nach damit zusammenhängen, dass die Gesellschaft, die sich mit den Orakelkarten auseinandergesetzt hat, keinen Konflikt wollte mit einer weltlichen oder kirchlichen Macht. Und darum gibt es relativ wenig zeitgenössische Literatur über Orakelkarten. Ja, genau. Ich habe jetzt diese Theorie gehört, die ich sehr interessant finde. Viele Menschen wissen ja gar nicht, dass die Orakelkarten eigentlich durchweg aus dem deutschsprachigen Raum standen, dass man halt hier vor allem im süddeutschen Raum Orakelkarten benutzt hat, weil man hier eben nicht Tarot benutzen durfte. Und es ist ja auch so, in Deutschland gibt es gar keine Tarot-Tradition. Und dass man lieber mit solchen Bildern gearbeitet hat, die Leute auch aus den Kirchenikonen kannten oder aus anderen Symboliken heraus. Und so hat man halt trotzdem Aussagen gemacht, die man in anderen Ländern vielleicht mit Tarotkarten gemacht hat, aber auf eine subtilere Art und Weise. Ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Aussage, denn es gibt sehr wohl die Hinweise, dass in dieser Region dann zwar nicht die Karten gelegt wurden, aber es wurde Tarock gespielt. Und Tarock hat, wenn man die Karten vergleicht, eine ähnliche Bildersprache. Also man muss da vielleicht wirklich vorsichtiger sein und vielleicht interessiert sich mal der eine oder andere darüber und beginnt zu forschen. Ja, wobei Tarock ja tatsächlich ein Gesellschaftsspiel ist und eben nicht ein
ein Wahrsagetool, ne? Das ist richtig, aber es hat eigentlich die gleichen Wurzeln und es hat ähnliche Bilder. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass gerade im süddeutschen Raum viel gespielt wurde mit diesen Karten und dass vielleicht auch dadurch Orakelkarten als Spiel entstanden sind. Also für mich ist, glaube ich, geht es auch darauf zurück, dass man ja durch viele Kriege, die damals bestanden haben, diese Karten sehr gut rumkamen, weil Soldaten, wenn sie nichts zu tun hatten, halt Karten gespielt haben. Und wir wissen nicht, ob sie nicht nur Karten gespielt haben, sondern vielleicht auch andere Dinge auch getan haben. Wir wollten ja über den Unterschied zwischen Tarot und Orakel sprechen. Jetzt haben wir einiges über Orakel gesagt, werden wir gleich auch noch machen, nochmal machen. Aber du hast jetzt hauptsächlich über die Größe geredet bei der Abgrenzung zwischen Tarot und Orakel. Wenn ich das jetzt mal so beschreiben würde, ist, dass Tarotkarten mir eben keine konkreten Antworten geben, wie das Orakelkarten geben, weil ich meistens auch andere Fragen stelle. Also Tarotkarten sind für mich eher so etwas wie Selbstreflexion. Ich schaue auf mich bei der Problematik und ich versuche mit dem, was in mir passiert, ein Problem zu lösen, während ich bei Orakelkarten sehr gut äußere Umstände sehe, äußere Einflüsse, die etwas bewirken und halt eher in einer passiveren Haltung bleibe. So würde ich das vielleicht beschreiben. Ja, mit äußeren und passiven Verhalten, da bin ich nicht ganz bei dir, aber das andere, ja, da hast du recht. Du bist der Ansicht, dass Orakelkarten auch einen sehr dazu ermutigen, etwas zu tun und nicht so sehr ins Schicksalshafte zu gehen? Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden. Definitiv. Kannst du das ein bisschen erläutern? Es kommt immer auf die. Ja, es kommt ja bei den, das ist das Spannende, bei den Orakelkarten nicht so sehr auf die einzelne Karte darauf an, sondern das Zusammenspiel von vielen. Und da kann man nicht a priori sagen, sie haben eine passivere Formation, sondern sie haben sehr wohl auch eine aktive Hingestaltung. Es kommt auch immer mit auf die Frage darauf an und immer auf die Kombination der einzelnen Karten zueinander. Okay, aber würdest du d'accord gehen mit dem, wie ich es auch oft erkläre, dass manche Leute fragen ja so etwas wie, wann kommt der Brief vom Amt? Ja. Und dann, wenn ich jetzt die Tarotkarten dafür nehmen würde, dann würde ich eher eine Antwort bekommen darauf, warum willst du unbedingt wissen, warum dieser Brief kommt? Während ich, wenn ich eine Orakelkarte dann auslege oder die Orakelkarten auslege, schon ziemlich klar sehen kann. Da kommt der Brief, da steckt er so fest oder sonst etwas. Du siehst aber auch bei den Orakelkarten, warum will er es unbedingt wissen? Was ist seine Intention dabei? Okay. Ich Also, muss ja. wie gesagt, das ist sehr, 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 sehr im nuancierten Bereich, dass sie die Aussage geben. Ich muss ja gestehen, ich bin nicht die perfekte Orakelkartenlegerin. Ich habe jetzt zwar mit dir ein paar Bücher darüber geschrieben. Das letzte haben wir jetzt gerade abgegeben. Da freue ich mich sehr drüber. Aber ich bin halt besser in der Einzeldeutung der Karten, die Zusammenschau. Da habe ich wirklich nicht so viel Ahnung von. Und da muss ich mich jetzt einfach mal auf dich verlassen. Das machst du schon sehr ganz gut. Aber es ist ganz klar, es ist wie mit vielen, je öfter man eine Technik verwendet, umso aktiver, umso besser wird man, umso gehaltvoller werden die Aussagen. Und von da gesehen, also ich habe ja auch gelesen, was du auch immer wieder mit in das Buch reingebracht hast, aus deiner Sicht. Und das war schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich würde vorschlagen, es gibt da draußen keine Kommentare oder etwas, was irgendwie besprochen werden möchte, dass wir jetzt einfach noch ein paar Decks vorstellen und vielleicht noch mal ganz kurz mit dem Mythos aufräumen. Die berühmtesten Orakelkarten, würde ich sagen, sind die Lenormand-Karten. Und die Lenormand-Karten, als ich angefangen habe, Karten zu legen, wurde mir immer erklärt, und das steht auch in den meisten Büchern, die ich kenne, dass die aus
Frankreich kommen und dass sie von der Madame Lenormand sind oder nach ihr benannt wurden. Sie wurden tatsächlich nach ihr benannt, aber sie sind definitiv deutschen Ursprungs, die Lenormand-Karten, wie auch alle anderen Orakelkarten, bis auf die, die du noch vorstellen wirst, Roy. Und zwar habe ich jetzt hier mal das sogenannte Ur-Lenormand mitgebracht. Das Ur-Lenormand ist halt aus einem Spiel entstanden, das im Ende des 18. Jahrhunderts gespielt wurde. Ich stelle es mir ein bisschen so vor wie Spiel des Lebens, falls ihr das noch kennt. Und da sind lauter auf dem Brett lauter Motive abgebildet worden, die dann in diese Lenormand-Karten eingeflossen sind, so ganz klassische Symbole. Ne? Also deswegen finde ich dieses Deck sehr interessant, das Ur-Lenormand, erschien im Königsfurt Verlag. Und von den Lenormand-Karten gibt es auch die meisten Klone. Ich habe hier mal jetzt noch mitgebracht, was ein sehr schönes Deck, Burning Serpent Oracle, das auch auf den Lenormand-Karten basiert, in Zusammenarbeit mit Rachel Pollack entstanden. Kann man sich unbedingt mal ansehen. Dann haben wir eins, das wahrscheinlich viele von euch kennen, das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Auch ein sehr schönes Deck, für das ich mal eine Übersetzung gemacht habe. Und ansonsten habe ich gerade gar keine. Doch, ich habe noch das mystische Lenormand. Ah ja, genau. Von Nicola Fichte. Genau. Und das mystische Lenormand, muss ich sagen, ist das Deck, mit dem ich am besten klarkomme, weil auf den Karten einfach außer einem einzigen Symbol so wahnsinnig viele andere Symbole sind. Und damit kann ich ganz schön gut legen inzwischen. Hast du auch ein paar Lenormand-Karten, die du zeigen möchtest? Ja, ich habe begonnen mit einem der berühmtesten Lenormand-Decks, nämlich mit der blauen Eule, die ihr sicher kennt. Blaue Eule ist das wahrscheinlich meistverkaufte Orakel-Lenormand-Kartendeck gefolgt. Da gibt es eine Serie, es gibt eine rote Eule, es gibt eine weiße Eule. Und zwar bezieht sich es dann immer auf das Deck, auf die Rückseite, die ist dann immer eben in dieser genannten Farbe. Aber ich bin dann auf ein Lenormand-Deck gestoßen, das mich am Anfang ein bisschen verwirrt hat und dann fasziniert hat. Und dann haben ganz nette, liebe, gute Geister am anderen Ende der Zoom-Leitung mir dieses Deck geschenkt. Und da muss ich ein bisschen, es ist schwierig, das in die Kamera zu halten. Es ist von Rana George. Und Rana George hat ganz was Geniales gemacht. Es hat arabeske Motive mit eingefügt. Und zum Beispiel die männliche Hauptperson. Ja, sieht man hier so wunderbar in einem, in einer sehr typisch arabischen Sitzhaltung, ne, Wasserpfeife vorne. Und das fand ich ganz genial. Aber was sich Rana George erlaubt hat, ist, sie hat auch eine europäische Version der beiden Hauptprotagonisten, nämlich Mann und Frau, zu machen, nämlich hier die europäisierte Variante der männlichen Hauptperson. Schön. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Wie sieht das Ganze aus mit der weiblichen Gegenüberstellung? Hier haben wir mal die weibliche Version in der arabesken Situation. Und hier haben wir die europäische Version. Ja? Und das fand ich eine ganz nette Spielerei. Wenn ich heute gut drauf bin, dann nehme ich mal die einen. Wenn ich schlecht drauf bin, nehme ich die anderen. Also wie es mir gefällt. Und das fand ich so spannend und so toll. Und ich liebe diese Karten. Und wenn immer ich gefragt werde, Mensch, kannst du mir nicht die Lenormand-Karten mischen? Dann nehme ich die, denn die haben auch eine sehr schöne Rückseite mit einer Hamsha. Und sie haben eine wunderschöne Goldprägung. Ja? Ja. Das fasziniert mich. Also ganz, ganz ein wunderschönes Kartendeck. Es gefällt mir immer wieder, wenn ich es angucke, wenn ich es in der Hand habe, wenn ich es wischen darf. Spannend. Ja, die zweiten Orakelkarten, die sehr beliebt sind, sind die Kipperkarten. Die Kipperkarten stammen aus dem süddeutschen Raum. Ich würde sagen, die bayerische Gegend, oder? Und ja.
Da habe ich jetzt gar nicht die Originalkipperkarten hier. Wobei Sehen. auch hier muss man dazu sagen, dass man von der Frau Kipper spricht, obwohl es gar nicht sicher ist, dass die Person überhaupt vorhanden ist. Ganz genau. Ich habe nämlich hier entdeckt, die heißen Original-Wahrsagkarten, ne, weil sie zum Wahrsagkarten legen konzipiert wurden. Und da haben wir dann aber die, ups, Vielleicht umdrehen. die, ja, das wäre vielleicht ganz günstig, die Kipper-Motive drauf. Also sie existieren auch definitiv in anderem Namen, die Kipper-Karten. Und was bei den Kipperkarten spannend ist, man ist dann drauf gekommen, dass da mal ein Drucker nicht aufmerksam war und irgendwann entstanden dann seitenverkehrte Motive. Und man weiß nicht, ob das zufällig passiert ist oder Absicht war, aber auf alle Fälle ist das ein Merkmal der Kipperkarten. Das ist bei den Kipperkarten besonders wichtig, weil wir da so wahnsinnig viele Personenkarten haben. Das zeichnet das Kipperdeck aus. Ganz, ganz viele Menschen. Ein bisschen kompliziert finde ich das eigentlich mit den vielen Menschen. Aber man kann die Menschen natürlich auch als innere Charaktere sehen, genauso wie Hofkarten im Tarot. Und bei Lenormand haben wir eben nicht so viele Hofkarten, so viele Personen. Personenkarten. Du hast ja gerade die gezeigt, ne? Aber ansonsten haben wir ja sehr einfache klassische Symbole, die dann etwas Bestimmtes bedeuten. Ich habe hier mal wieder ein weiteres Kipperdeck, wieder das von Ciro Marchetti, der auch ein sehr schönes Kipperdeck gemacht hat, wie ich finde. Lohnt sich echt, sich das auch mal anzusehen. Und dann habe ich auch noch einmal die Karten wieder von der Regula Fichter, das mystische Kipperdeck. Ich habe hier zweimal die Lernkartenversion genommen, weil die ganz hübsch ist zum Lernen einfach, ne? Ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage noch gibt. Aber da hast du dann wirklich auf den Karten so das Wichtigste draufgeschrieben. Das finde ich eine praktische Sache für jemanden wie mich, der das immer noch verinnerlicht, aber die gibt es natürlich auch in der kleinen Variante. Hast du noch Kipperkarten? Nee, ich arbeite mit Kipper ganz selten oder gar nie. Wir sind diese Form der Orakelkarten, obwohl ich mit Lenormand arbeite, eigentlich nicht so sympathisch. Diese Nummerierung, diese Karten haben, schließt mit ein, dass sie in einem Haussystem sind. Das heißt, jede Nummerierung hat auch ihre eigene Bedeutung und dann kommt zusätzlich mit der Karte, die dann oben drauf liegt, noch eine zusätzliche Information dazu. Und das ist aus meiner Meinung spannend für den Kartenleger, aber für den Fragenden kann das dann zum Teil sehr verwirrend werden. Und ich bin da nicht so der Fan von, ich bin eher der Fan von Karten ohne Nummerierung. Bei Lenormand haben wir ja auch diese Nummerierung, ne? Bei Kipper hast du Also es auch. viele Menschen schätzen das, weil man da so ein bisschen dann wie mit der Astrologie und den Häusern arbeiten kann. Aber es gibt natürlich eine Orakelform, da hat man das nicht und die ist dadurch wahrscheinlich noch ein Tick einfacher zu erlernen als andere Karten, ne? Und ja, da ist jetzt die Bühne frei für dich, lieber Roy. Nicht nur, sie sind nicht nur leichter zu lernen, sie sind auch leichter zu interpretieren, sie sind auch leichter zu erkennen. Und wir reden von diesen Karten, von den Zigeuner-Wahrsagekarten, die viel mehr mit Astrologie zu tun haben, als wie wir es uns vorstellen können. Diese Man Karten, gerade sehr schlecht. Kannst du ja, versuchen, mich vielleicht direkt vor die Kamera zu halten? halte es mal direkt vor die Kamera, dann Ah, wird es das noch geht besser. auch. Ja, jetzt so ist es gut. Ja, sieht man es? Ja. Ich versuche es noch mal ein bisschen zu kippen. Sieht man ganz gut. Ja. Ja, die Zigeuner-Wahrsagekarten, die nichts mit den Sinti und Romas zu tun haben, kommen aus dem Großraum der K&K-Monarchie, haben auch die Sprache aufgedruckt, die in der K&K-Monarchie gesprochen wurde. Ja, und sind ein sehr einfaches zu lernendes Kartendeck. Und was dazu kommt, sie haben keine Zahlen, sie haben einige Personenkarten und geben so die Möglichkeit, für emotionale Dinge sehr gut einsetzbar zu sein. Ja, die Zigeunerkarten, jetzt haben wir nur eine einzige gesehen. Welche war das gerade? Das war die Beständigkeit. Das ist so, schaffe ich es nochmal, das Horusauge besser zu zeigen. Hm.
Kommt's? Ja, so ein bisschen. Also es ist ein bisschen Ungefähr, ne? schwierig. Ja, es ist ja auch besser, man kauft unser Buch, als wie man sieht die Karten. Ja, die haben zum Beispiel, ich nehme jetzt da mal eine sehr typische Karte, weil das uns ganz klar in diese K&K-Monarchie verfängt. Das ist die männliche Hauptperson. So, langsam fängt es Ja, wahrscheinlich zu so ungefähr kann man es kippen. erkennen. Ja. Ich gehe mal auf die andere Seite, vielleicht ist es hier besser. Nee, es wird nicht besser. Und diese männliche Hauptperson, der Husar gekleidete Mann, ja, den hat es wirklich gegeben in der K&K-Monarchie. Und diese Person ist ganz klar einer der Hauptprotagonisten, den wir hier sehen, einer, der sehr, sehr wirklichkeitsgetreu und wahrheitsgetreu abgebildet wurde, gemalt wurde von Ferdinand Bjartnik, der die Karten produzieren ließ und der wahrscheinlich auch damit große Erfolge gefeiert hat. Hier nochmal eine andere Militärperson. Mal schauen, ob die jetzt ein bisschen besser kommt. Ja, so ist gut. Und diese Person, die wir hier sehen, das war wirklich ein Oberstleutnant einer Sanitätseinheit in der K&K-Monarchie. Also das gab es wirklich, das ist nicht gefaked und damit kann man ganz klar dahin gehen, diese Karten kommen aus diesem Raum. Echt spannend. Ja. Also von den Zigeunern gibt es, glaube ich, nicht so viele neue Karten. Nee, die Ferdinand Bjartnik, der ja irgendwie in den 1880ern, 1890ern verstorben ist, hat eine wunderbare Marketingmaschinerie gemacht. Der hat sich die Karten damals schon eine Form des Copyrights geltend machen lassen. Und somit gibt es eigentlich nur Bjartnik, die diese Karten so weltweit abdruckt. Natürlich mit Kooperation mit anderen, aber es gibt nur Bjartnik Zigeunerwahrsagekarten. Ja, Andere. wobei ich gerade gelesen habe, dass jetzt Karen Mahoney ein Deck rausbringt, Gypsy Cards, das genau diese Motive auch abbildet. Es kann sein, dass die zusammenarbeiten, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß nur, dass diese Karten im deutschsprachigen Raum Bjartnik da große Aufmerksamkeit hat, wenn jemand die so in einer Form be- oder verarbeiten will. Ja, ich denke eher, dass die sich da nicht wirklich drum gekümmert hat, wem da die Rechte gehören. Wäre ja Ja, es meine gibt einige Interpretation. Bücher, da haben sich die Leute auch nicht um die Rechte gekümmert und da gab es dann einfach nur das Buch und keine Bilder drin. Ja, genau. Ja, aber das ist halt, ja, das ist ja nicht unser Ding, aber ich weiß, dass diese Bilder auch inzwischen im englischsprachigen Raum angekommen sind. Die haben etwas länger gebraucht als die Lenormand und die Kipperkarten, aber. Sie werden langsam auch internationaler. Vielleicht sagen wir noch mal was zu dem Begriff Zigeuner, weil der ist ja nun nicht so ein schöner Begriff. Wie ist der denn zustande gekommen? Ja, Zigeuner, das ist so ein bisschen, streiten sich die Sprachwissenschaftler. Man weiß nicht genau, ob das aus dem Indogermanischen kommt, vom Zingere, vom Umherziehen. Und die Zigeuner als solche sind ja, oder die, man muss richtig sagen, Sinti und Roma, sind kein sesshaftes Volk. Also die wollen gar keine einständige Wohnsitz aufstellen, sondern die wollen unterwegs sein, die wollen fahren sein. Und man weiß auch aus der Geschichte, dass sie auch zu kriegerischen Handlungen bereit waren. Sie waren in der türkischen, im Großtürkischen Reich, waren sie eine sehr wichtige militärische Einrichtung. Ja, also sie haben da zum Teil da ganz schön blutige Schlachten für den Sultan geschlagen. Ja gut, aber wir kennen ja diesen Begriff eigentlich als etwas Despektierliches. Und dieser Begriff Zigeuner war in dieser 800-jährigen Geschichte der K&K-Monarchie stets abwertend. Ja, also wenn irgendwo in den Landstrichen ist, okay, es kommen die Sinti und Roma, dann haben alle versucht, so viel wie möglich reinzunehmen, weil man ihnen unterstellt hat, sie würden alles klauen. Ja, sie hatten einen Und ganz, ganz schlechten Ruf. warum hat man die Karten dann so genannt? Die Karten hat man deswegen darüber so benannt. Zuerst muss man sich überlegen, wer hat denn die Karten überhaupt produzieren lassen? Das waren diejenigen, die genügend Geld hatten und genügend Zeit. Also die gut situierten, die Upper Class, wenn man so möchte.
Und man wollte in der Zeit, wir reden von 1850 plus, also wie sich eigentlich Kaiser Franz Josef noch ganz jung in Regierungsjahren war, nach dem Wiener Kongress, der hatte damals sehr schnell eine sehr starke Geheimpolizei und die Kirche war auch in diesem Reich sehr stark. So, und es wollte diese Upper Class wohl zum einen ihre Ruhe haben und ihre in die Zukunft blickenden Informationen bekommen. Auf der anderen Seite wollte man aber keinen Konflikt, weder mit Kirche noch mit Staat. Und so hat man die Karten nach einer Volksgruppe genannt, die sowieso keine irgendwelchen Beziehungen oder großartigen Interessensgruppen hatten. So. Und mit dieser Begrifflichkeit Zigeuner hat man damit gesagt, naja, es kommt ja von den Wahrsagern. Ja, weil das hat man den Zigeunern auch immer mitgegeben. Fakt ist aber, dass weder die Upper Class von Wien, Budapest, Pressburg, gar niemals mit Sinti und Roma Kontakt aufgenommen hätte, wie umgekehrt. Also das waren so in sich geschlossene Kreise, die einen wie die anderen, und die hätten nie miteinander kommuniziert. Aber man hat die Karten so genannt, um Konflikte zu vermeiden, die garantiert gekommen wären, wenn man die Karten anders genannt hätte, wenn man Bezeichnungen auf den Karten anders genannt. Spannend. Ja, interessant. Ich schaue gerade, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ich sehe, dass Leute zusehen. Ich kann aber heute keine Kommentare lesen aus irgendeinem Grund. Also vielleicht habt ihr nicht kommentiert, aber falls ihr kommentiert habt, können wir das erst nachher beantworten, wenn wir wieder offline Und sind. der gerne geht tun. Ich schaue dann nachher nach. Ich denke, wir haben jetzt erstmal eine gute Einführung gegeben in das Thema. Und wie gesagt, wir haben gerade ein bisschen viel auf dem Schirm. Ich würde sagen, ja, lasst uns doch einfach wieder in. Ja, vielleicht, wenn ihr Lust habt, im November soll das Buch erscheinen, bei Königsfurt Oranien. Wenn ihr Lust habt, schaut euch da rein. Wir planen da auch ein bisschen was Elektronisches zu, und das bringt sicher wieder Erhellendes in diese Form der Karten, die ja mit unser Handwerk sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir da euch Antworten auf eure Fragen geben können. Ja, das finde ich auch. Ja, dann würde ich sagen, habt da draußen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, nehme ich an, mit einem Thema, das wir noch nicht festgelegt haben. Macht's Und gut auch da von meiner draußen. Seite, never give up, und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.